Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Dieser Satz des Apostels Paulus aus seinem Brief an die Römer ist der Wochenspruch, der uns durch diese Woche des 21. Sonntag nach Trinitatis begleitet. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Beim Bösen, da sehen wir so viel. Wir sehen Gewalt, Menschen, die umgebracht werden, Menschen, die bedrängt werden. Wir sehen Hassreden, die dann leicht in Gewalt umschlagen. Wir sehen ein Klima in der Gesellschaft, ein Klima in der Umwelt, das uns Menschen nicht gut tut. Und dann sehen wir natürlich, wie sehr uns eine böse Macht in Händen hat. Ein Virus, das unser ganzes Leben lähmt, das so vielen ihre Aussicht auf Zukunft nimmt, das so viel Angst verbreitet. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das hört sich erst einmal so an, als sollten wir die Ärmel hochkrempeln und etwas tun. Aber wie groß ist die Gefahr, dass Menschen, die für das Gute kämpfen, am Ende selber die Bösen werden, weil sie sich selber an die Stelle des Guten setzen, weil sie wissen, was zu tun ist und weil sie das, was sie als das Gute erkennen, mit Gewalt gegen das Böse durchsetzen wollen. Am Ende ist die Welt nicht besser geworden. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wir merken an diesem Satz, auf was für dünnem Eis wir manchmal stehen. Wer ist gut und böse? Was ist gut und böse? Und ist das, was wir tun, wirklich das Gute? Diese Frage müssen wir uns immer wieder stellen und stellen lassen. Vom Bösen überwunden werden. Es hat für mich sehr viel mit der inneren Einstellung zu tun. Wenn ich Bösen begegne, wenn ich Gewalt begegne, füllt sich dann mein Herz auch mit Gewalt? Gewalt gegen die andere Gewalt? Wenn ich Bösen begegne, wird dann mein Herz voller Rachegefühle, voller Hass, wird dann mein Herz ganz kalt? Vom Bösen überwunden werden, das hat nicht nur etwas mit äußeren Fesseln zu tun, sondern auch damit, was bestimmt denn mein Denken? Hat die Angst den großen Raum? Hat der Zweifel den großen Raum? Hat gar Hass oder Sehnsucht nach Vergeltung den großen Raum? Oder behalten wir trotz aller äußeren Bedrängnis die Sehnsucht zum Guten, die Liebe in unserem Herzen? Der Apostel Paulus schreibt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, in einer Aufzählung von ganz vielen Regeln für das Leben der Gemeinde, viele Ratschläge, die ich mir gerne zu Herzen nehme. Der Unterschied ist, alles das, was er vorher sagt, ist immer im Plural gesagt. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden, sagt er. Dieses lass dich nicht vom Bösen überwinden, das ist der einzige Satz dieser ganzen Aufzählung, der uns als jeweils Einzelnen anspricht und nicht die ganze Gruppe. Die Frage, geben wir dem guten Raum in unserem Herzen, die können wir nur selber als Einzelne beantworten, als Einzelne danach suchen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das Gute, das ist Gottes Liebe, die jedem und jeder von uns gilt. Wir sind geliebt. Wir müssen es uns nicht erarbeiten oder erkämpfen, sondern weil wir geliebt sind, darum können wir aushalten, darum können wir bestehen in dieser Welt, heute und morgen. Amen. Fürchte dich nicht, gefangen in deiner Angst, mit der du lebst. Fürchte dich nicht, gefangen in deiner Angst, mit ihr lebst du.
von seinem Wort, von dem du liebst, fürchte dich nicht, getragen von seinem Wort, von ihm lebst du. Fürchte dich nicht, gesandt in den neuen Tag, für den du lebst. Fürchte dich nicht, gesandt in den neuen Tag, für ihn lebst du.